Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Ori and the Blind Forest. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind immer noch im Trauerpass und sind auf dem Weg weiter nach oben. Dort sehen wir schon, werden wir ein paar Schlüsselsteine einsammeln müssen, um wahrscheinlich dort oben weiterzukommen. Und wir haben auch noch ein bisschen was vor uns. Zum Glück weht hier immer der Wind, sodass wir uns hier mehr oder weniger beschwerdefrei nach oben treiben lassen können. Wenn dann hier nicht irgendwelche fiesen Maps wären, die uns Böses wollen. So, unten sind natürlich mal wieder Stacheln. Jetzt möchte ich aber tatsächlich einmal gucken, bevor ich da weiter nach oben gehe, warum wir überhaupt nach oben müssen und warum wir nicht hier einfach weiter können. Ah, okay. Weil wir hier wahrscheinlich irgendeinen Stein brauchen, den wir von oben bekommen werden. Habe ich das schon... Ich glaube, irgendwie bekannt vor, dass ich das sage. Das ist schon in der letzten Folge gesagt. So. Hier haben wir... Genau. Doch, ich meine, hier waren wir schon in der letzten Folge, ne? Das Ding muss irgendwie nach oben. So. Das ist genau... Sammeln wir eine weitere Energiezelle ein. So, wie bekommen wir jetzt... Wie bekommen wir... Werde ich so da hinten? Ja, das geht. Ah, Spalt hier geblieben. Okay. Machen wir erstmal das Tor hier auf. Ich glaube, das ist dann einfacher. So, dann kommst du her. Müssen wir dich da irgendwie reinschießen. Das sollte gehen. Super. Halt, 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 halt. Stehen geblieben. Stehen geblieben. Bleibst du da liegen? Du bleibst da liegen. Okay. Erstmal ein bisschen auskundschaften. Ich glaube, ich können wir hier sorglos runterwerfen. So. Ja, ja. So, segeln mal weiter hier runter. Da gibt's Leben. So, jetzt müssen wir dich einmal darauf. Wir können dich nicht wirklich schieben. So. Okay. Doch, jetzt können wir dich auf einmal schieben. Okay. Noch langsam, aber soll reichen. Ist die Frage. Ist das okay, wenn du da... Oh. Wenn du da liegen bleibst, oder brauchen wir dich hier oben auch noch? Na, da hätten wir... Oh, Stacheln. Da hätten wir noch einen. Warum existiert dieser Teil hier? Naja. So. Gucken wir mal. So. Damit bleibt der da oben hängen. Das ist schon mal gut. Dann können wir hier... Au. Mindestens einmal müssen die mich ja irgendwie erwischen, ne? Das ist ja schon fast klar. So, wir brauchen noch... Was ist denn mit dir hier? Ah, dich können wir hier rein donnern. Okay. Das heißt, wenn wir dich unten haben, können wir uns das Steinchen da wiederholen. Und... Oh oh. Na, das wird ja ein Abenteuer. Ah. Hm. Okay. Ja. Nee, ich muss sicher... Jetzt weiß ich, warum das hier existiert. Ich hab zu kompliziert gedacht. So. Dann ist nämlich der Strahl da oben auch weg. Sehr gut. So geht's auch. So, dann haben wir hier den Wind, den wir frei machen müssen. So, mit dem Wind kommen wir nämlich dann nach oben. Ich will mal kurz schauen. Wir können uns hier einmal Energie wiederholen.
Haben wir sonst hier noch irgendwas? Nee, mit dem möchte ich da nicht mehr tanzen. Wir gehen nach oben. Hui! Ist ein bisschen langsamer vielleicht. Dass wir nicht irgendwo gegenrauschen. Was ist das da? Bist du ein Gegner? Nein. Ja, wo möchte ich denn jetzt hin? Wir müssen sowieso nach rechts, also gehe ich erstmal rechts. Und die Steinchen einsammeln. Okay. Ja. Mit ein bisschen Geduld und Konzentration ist das gar nicht so schwer. Sprach er und flog gegen den nächsten Stachel. Nein, aber... Oh, das ist eng. Ah. 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 Geht sogar. Hui. Sind wir hier noch weiter? Oh, oh. Nee, uns fehlt noch ein Steinchen. Irgendwie oben. Kommen wir hier durch. Kommen wir durch. Sehr gut. Oh, da ist gar kein Wind mehr. So, okay, dann hier durch. Und dann können wir jetzt... Nein! Ah, der hat wieder nicht gespeichert. Ich hatte gerade so ein gutes Gefühl. Ich dachte schon irgendwie, ach, diese Folge, dafür, dass es eine Montagsfolge ist, klappt es ganz gut. Erstaunlich gut sogar. Und ja. Deswegen musste das ja noch passieren. Dass wir... ein bisschen failen. Aber hier war... nicht. So. So, mal gucken, was wir... So, die Sachen alle wieder einsammeln. Ja, ja. So, erstmal aufmachen. Wenn ich sage, erstmal aufmachen, sollte ich das auch tun und nicht wieder zu schnell sein wollen. Habe ich schon erwähnt, dass es eine Montagsfolge ist? Ja. So. Nochmal. Weil es so schön ist. So. Oh, oh. So. Jetzt aber. Ah. Wirst du wohl. Wirst du wohl. So, haben wir das schon mal wieder. So, den ersten haben wir. Jetzt brauchen wir erst einmal den. Und zwar zuerst da oben. Denn damit kommen wir dann hier lang. Lässt du das sein? Oh, der schießt sogar bis hierhin, der Sack. So, damit haben wir dich. So, jetzt mache ich dich erstmal platt, bevor du mir hier noch zu sehr auf den Keks gehst. So, und dann kannst du wieder da unten hin, während ich wieder in die Stacheln sause. So, wunderbar. So, den Wind befreit. Nach unten war nichts. Dann können wir nach oben. Hui. Und dann erstmal rechts rum. Vorsichtig vor den Stacheln, dass wir da nicht noch unnötig
Lebenspunkte verlieren. So. So langsam. So, gut. Au. Ich möchte gerne abspeichern. Das Spiel möchte mich aber nicht abspeichern lassen. Wir müssen erst nach oben. So, okay. Jetzt speichere ich ab, damit wir das nicht nochmal machen müssen. Welch schlauer Mensch ich doch bin. Ab und zu. Oh, Tür auf. Den grünen Freund kaputt machen. So. Oben den noch kaputt machen. Warten, bis die explodiert sind. Dann können wir weiter. So, dann machen wir das hier auf. Ja. Okay, ich sollte mich daran lieber entlanghangeln, als die kaputt zu machen, wenn unten Stacheln sind. So, mein grüner Freund. Auch wenn du grün bist, musst du gehen. So. Ah, ich kann... Was? Ich kann mich an denen gar nicht festhalten? Wieso? Wieso? Wieso denn bloß? Also nochmal. Ich speichere jetzt hier ab. So. Machen wir das anders. Eins, zwei, und dann schieße ich hier rüber. So. Und hier haben wir mal wieder einen Stammbaum. Lange nicht mehr gehabt. Dieser Geist, ein weiteres Opfer für Nibel. Nier stieg hoch in die Lüfte, sie glitt durch den Himmel. Ihre Welt erschien grenzenlos, bis schließlich der Wald erblindete. Bin gespannt, was wir erlernen. Du hast den Supersprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du den linken Trigger gedrückt halten, bis der Sprung vollständig aufgeladen ist. Drücke dann A, um besonders hoch in die Luft zu springen. Okay. Interessant. Nee. So. Oh! Okay. Können wir damit etwa da durchbrechen? Tatsächlich. Jetzt können wir endlich die Hindernisse, die über uns sind, auch kaputt machen. Sehr schön. Halte... Was stand da? Ach, wir können auch seitwärts dadurch. Okay. Halt dich fest, Ori. Nicht sterben. Wo müssen wir hin? Einfach nur nach rechts irgendwie. Okay. Ja, okay. Das waren Stacheln. Nicht so gut. Okay, also nochmal. Supersprung. Nach oben. Gar kein Problem. Ein super Wandsprung. So geht das also. Okay, Moment. Ah, okay. Sehr schön. Nach oben klettern. So, einmal leben bitte. Und einmal erstmal speichern. Und dann den Supersprung. Yay! Oh, die sind Stacheln. Nicht gesehen. So. Das macht ganz schön Spaß, muss ich sagen. So. Supersprung. Yay! Ich muss jetzt immer diesen Supersprung einsetzen. Der ist total klasse. Au! Lässt du das sein? Bösewicht! Bösewicht! Danke! Geh kaputt.
So. Ich möchte hier speichern. Ganz dringend. Und dann schauen wir nochmal. Ist nicht mehr so weit, muss ich sagen. Wir müssen jetzt nur noch nach rechts hier. Oh. So. Au! Und den Supersprung zur Seite. Yay! Ah, Leben einsammeln, ganz wichtig. Wieder speichern. Können wir den auch ein bisschen schräg hoch machen? Ah, der geht sogar schräg jetzt. Ich bin begeistert. Sehr schön. So, Seelenverbindung ist bereit. Stehe. So, wir brauchen Wind, deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal nach unten. Oh oh. Ja, sollten wir gut timen. Ja, ohne Supersprung geht hier nichts. Au. Okay. So. Haben wir den Wind geholt. Hier hoch. Da hoch. Und dann geht's nach oben. Bevor ich das mache, weil ich den Wind jetzt geholt habe, nochmal abspeichern. Es war genug Montagsfolge in der Montagsfolge. Oh. Oh. Hallo. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Wir sind angekommen, würde ich sagen. Kein Wunder, dass Kuro diesen Ort meidet. Der Sonnenstein lässt noch immer das Licht erstrahlen, das sie so fürchtet. Du hast den Sonnenstein gefunden. Mit dieser legendären Rune bekommst du Zugang zum Huruberg. Okay. Unsere Höhle ganz vom Anfang. Im Ernst, Gumo? Wie geil bist du denn? Ihre Reise inspirierte selbst jenen, der Zweifel hatte. Oh, Gumo ist der Held des Tages. Wie geil bist du denn? Gumo hatte einen Ort gefunden, zu dem er gehörte. Mit Hilfe des Sonnensteins können wir jetzt die Tore des Horobergs passieren. Aber spürst du das Beben und Donnern der Erde? Der Horoberg ist kurz davor, Feuer zu spucken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Gut. Das soll unser nächstes Ziel sein, der Horoberg. Werden wir tun. Ich speichere kurz ab. Denn an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, Gumo ist für mich der Held des Tages. So kann die Woche doch beginnen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen weiteren Montag und einen guten Start in die Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.